Das war im Juli 2012. Die Idee ist damals gekommen auf dem Schulfest bei euch im Salzabgelände. Sozusagen ein Benefizkonzert als Riesenparty in Kooperation mit der Afrika AG unserer Schule. Eigentlich sagen, dass die Schüler der Afrika AG sich mit dem Leben der Menschen in Afrika auseinandersetzen und halt Projekte gestalten und gleichzeitig Spendenaktionen durchführen. Das Ganze fand im Musikpark Live in Maulbronn statt und sollte eine wirklich große Party werden. Das wurde es dann ja auch. Ja, Tommy Kiss war das jedenfalls die Chance, die einmalige Chance, vor einem größeren Publikum zu spielen unter wirklich professionellen Bedingungen. Von es ist zu weit, macht euch bereit. Jetzt kommt die Show für die Ewigkeit. Ab jetzt heißt es für eure Ohren aufgepasst. MC Lubega, Bosniger, was geht ab? Wir bringen das Ganze nicht zu spät. Wenn ihr wollt, können wir jeden auf dem Tal aufsehen. Und zeigen wir, dass man das auch zu weit kann. Ein Schlag, so ein Wettbewerb. Also, größte Respekt für mir, der sehr lange Musik macht. Was ihr hier macht, ich sag ihn auf. Sag ihn auf, sag ihn auf, sag ihn auf. Hey, heute ist wieder einer der verdammten Tage, ich kann was sagen. Ich bin mein Bett bei der Küche. Anfang lieben lassen wir jetzt. Anfang lieben, sind wir genug. Lass uns lieber sein, denn du bist. Ja, das ist nicht nur allein, wann du bist. Und lass es dir auch mal sein, denn so ist es. Mal auf dieser Bitte, wenn es nicht schlecht ist. Schoss deinen eigenen Köln, bist dein eigener. Habt ihr viel Spaß hier. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Ich bin mit dir, ich hör's an. Ja, Mami, schreck und ja, ab. Ich bin der Pepper. Du brauchst ein Werk, was? Ich bin der Happy Boy, weil ich hörte, wie die Leute wissen, geht keiner da, wo wir sind. Und dann so war ich über einen Song. Als Harry da, man sagt, ich bin ein Rock'n'Roll, ich sag, ich sag, ich bin bei mir fest. Ich bin scheiß im Kopf. So ein Buch. Sänger von Meister, der Achim, der hat die Idee gehabt, Lars hat die ganze Organisation übernommen und der Bruno Böhler hat sich dafür eingesetzt, dass wir einige Sponsoren gewinnen konnten. Das Beste, was uns passieren konnte natürlich, war, dass dieser Live-Musik-Event mit Milestone, Atomic Kiss und Chill Out Band bereits im Vorverkauf mit 280 Leuten ausverkauft war. Die Party
war so unglaublich. Also die Stimmung dermaßen am Kochen und die Leute sind schon am Anfang so richtig ausgetickt. Und das für einen guten Zweck. Wir machen das ja richtig, so dass ihr auch wisst, wie viel Geld hier zusammengekommen ist. Dank eurer Hilfe. Es handelt sich nach Abzug aller Kosten einen sagenhaften Betrag von über 1550 Euro für den Jungen. Das Geld wurde dann von meinem Lehrerkollegen und Leiter der Afrika AG Bruno Böhler in Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthiopien, an die Verantwortlichen der dortigen Schule übergeben. Soll ich sagen, das war so eine riesen Party, verbunden mit einer wirklich guten Sache. Ich glaube, dass der Marlboro Musikpark vermutlich sowas noch nie erlebt hat. Ich glaube.